Kuckuck. Hey, ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jacktop Tomb Raider 2. Wir sind hier immer noch im Tempel von Xian und ich habe da hinten ein leckeres Geheimnis entdeckt. Ja, die Frage ist, wie kommen wir da ran? Ich würde sagen, entweder wir versuchen hier diesen gewaltigen Sprung, den die Lara wahrscheinlich nicht schaffen wird. Nur andere Möglichkeit, hier zwischen diese Hörner zu springen und nach vorne zu laufen. Wir sind jetzt zwischen den Hörnern, aber Lara macht nämlich genau das, wenn ich hier ein Stück nach vorne springe. Ja. Deswegen ist es gerade eine Kunst, hier dorthin zu kommen. Ich weiß auch nicht, ob die Entwickler sich das irgendwie anders gedacht haben, wie das Lara dorthin kommen soll. Weil wir haben ja da unten diese Dinger da freigeschalten, aber... wahrscheinlich auch von der anderen Seite dort hoch, aber hier auf dem Drachen da vorne ist es so gerade. Genau, hier hin. Und von hier aus ist hier gerade nach vorne. Ja. Bevor wir hier wieder runterrutschen, legen wir hier gleich mal den neuen Speicherplatz für die Folge hier an. Ja, was haben wir jetzt geschafft dadurch? Gar nichts. Ja. Genau deswegen habe ich neu geladen. Ich glaube. Ja. Wir haben es zwar hierhin geschafft, aber hier der Drachen. Das ist anscheinend wirklich nur Deko. Ja. Jetzt bin ich hier. Ja, warte. Wahrscheinlich muss ich doch von da aus so hier rüber. Wir waren das jetzt mit wie lange uns der Raum jetzt beschäftigen wird, das weiß ich auch noch nicht. Hä? Jawohl, ja. Scheiße. Aber von da nach da, da kommt sie doch auch nicht. Ist ja genauso Käse. Wir laden jetzt mal hier den Einstand hier. Komm. Ich meine, wir können das probieren hier rüber, aber das sieht mir arg weit aus. Die Plattform da drüben ist die näher, auch nicht. Das schafft sie doch nicht. Das ist doch Schwachsinn. Aber von dem Drachen aus haben wir ja gerade gesehen, was passiert. Ich könnte natürlich wieder ins offizielle Lösungsbuch nachsehen, wie wir das hier machen, aber selbst rausfinden ist immer besser. Für die Seite ist auch nicht näher. Okay, wir gehen mal hier runter. Ja, so natürlich nicht. Sind hier beide Seiten jetzt gleich, oder? Ja. Hüpf mal so und so. Hinten ist aber schräg. Die Plattform. Ich lade mal den hier, wo wir hier auf dem Drachen stehen. Bis hier langlaufe. Ja, da haut's. Wo haut's dich hier hin? Warum haut's dich jetzt nicht vor den. Jetzt haut's dich natürlich direkt dorthin. Das ist der Mist. Wir gehen hier mal runter. Vorsicht, Lara. Nicht so stürmisch. Junge Frau. Hier.
Hier. Kommst du bis dort rüber? Wir speichern das mal hier auf den komplett neuen. Bis dort rüber kommst du doch auch nicht. Was waren hier unten? Hier war bloß eine Schräge, seid ihr irre? Kommen wir auch nicht hin. Was ist, wenn wir hier auf die Schräge springen? Da sind wir hier. Was ist, wenn ich hier auf die Mitte springe? Oder darüber gleich. Von hier aus. Darüber. Genau. Ja. Wenn ich hier rüber springe, da komme ich bloß. Auf die Plattform da drüben. So, wir speichern das nochmal hier. Gut, okay, wir versuchen es mit einem Weitsprung. Lass mich raten, jetzt hüpft sie drüber. Ja. So. Jawoll! Oh Gott. Das wird nicht einfach. Wir fahren erstmal hier hin. Oh, und dann spreit. Ich habe gedrückt, dass du langsam laufen sollst, Mädel. Und nicht, dass du davor rennen sollst wie so eine Wahnsinnige. Hier nochmal. Hier, komm. Ihr sitzt, wo die Hose zeigen, was? Wieso ging das jetzt nicht hoch? Funktioniert da überhaupt mal was? Ja, toll! Ganz klasse! Leute, Leute, was macht ihr mit mir? Jo. Jetzt haben wir es erstmal bis hierher geschafft. Jetzt ist die Frage, wie komme ich von hier auf die Plattform? Ich speichere das mal extra hier. Wenn ich hier runterspringe, dann ist die Lara tot. Jawohl, ja. Wie komme ich da rüber? Also hier hochkommen, das ist jetzt wirklich nicht mehr allzu schwer, oder? Hier hochzukommen. Naja, ich stelle mich natürlich wieder härter an, als es nötig ist. Und das, was ist auf der anderen Seite? So, was ist hier drüben? Was ist hier? Hier ist dicht. Hm.
Hier vielleicht? Nee. Aber hier kannst du hoch. Ja, aber... Kommt da auch noch so ein Scheiß runter? Keine Ahnung. Wo denn? Das war's zur Abwechslung. Zur Abwechslung darfst du mal auch mal ein großes kriegen. Das Problem ist jetzt allerdings, wir kommen von hier aus nicht dort rüber. Wir müssen das anders probieren, warte mal. Ich habe da gerade eine riesengroße Idee. Ja. Nochmal laden. Von hier aus, dann dürftest du drüber springen am Ende, oder? Nee. Aber sie hat mir gerade zu viel Power verloren. Sie kommt noch nicht immer bis dort hoch. Ich meine, ihr müsst ja über die geraden Plattformen bis da hoch in den Gang rein. Ja, soweit habe ich das schon verstanden, nur. Ich meine, das ist wieder so eine Sache. Ich sehe das Ding ja schon dort vorne. Aber dorthin zu kommen ist so eine Sache. Damit kommt sie nicht so hoch, wie sie soll. Oder, warte mal. Ne, wir laden das nochmal. Ich versuche mal jetzt bis in den Gang hochzukommen hier. Dort, wo sie ja eigentlich hin soll anscheinend. Mhm. Ja. Oder gibt es hier irgendwas, wo sie sich dran langhangeln kann? Ich bin von hier aus da drüber, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Das verdammte Ding, das lacht mich aus da drüben. Warum springst du nicht hier rüber? So. So, jetzt sind wir hier. Ist das Schalter oder was ist das? Ach, das ist eine Kiste. Was ist hier dahinter? Schalter. Was macht der Schalter? Ach, der macht bloß das Ding hier auf.
Hier komme ich weiter, oder? Hier geht's weiter. Ja, es ist ja ganz gut und schön, aber ich will das verdammte Geheimnis dort haben. Was ist das? Warte. Von der Rampe, von der Platz, von der letzten Rampe, so dass Lara vorher so runterrutscht. Bevor sie auf die Sprung. Schon nach vorne drücken, damit Lara auf die unter dem Dach landet. Und dort mit Anlauf. Ist halt nur auf die andere Seite. Und Plattform. Weiter auf die Federplattform. Auf vorne auf den Sockel am im Hang. Rechts weiter um auch den nächsten Größe. Und dort auf die R Rampe von der letzten Plattform aus. So dass Lara vorwärts runterrutscht. In der letzten Plattform. Hey. Sie hier runterrutscht oder was? Ja, sie kommt doch noch nicht mal so hoch hier. Aha, da unten sind sogar Stacheln, ich werd verrückt. Oder was? Was meinen die für eine Plattform? Hä? Ach, da ist eine Sprungplattform. Warte. Mit der sollte es eigentlich dort hochgehen, oder? Jawohl, ja, ich habe das Ding wirklich nicht gesehen. Ja, wieder einmal. Jo. Wir gehen erstmal hier rüber. Speichern das aber erstmal hier auf dem extra Platz. Wir speichern das mal hier ab. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, hervorragend. Wieso schaffst du das schon wieder nicht? So, kommst du wenigstens bis darüber? Ja, wenigstens etwas. So, dafür darfst du gleich mal einen hübschen Anblick liefern. Ja, und damit hätten wir auch das letzte Aha. Geheimnis. Alter, guckt euch das an, ja. Uzi Mumpeln ohne Ende. Ja, damit hätten wir, wie ihr seht, alle drei Geheimnisse eingesammelt. So, und jetzt kann es auch weitergehen. Die Frage ist bloß, wie kommen wir hier wieder weg? Also ganz unverletzt kommen wir hier nicht mehr weg, oder? Oder wie kommen wir hier wohl? Was ist hier die nächste Plattform? Hier drüben, das ist genauso beschissen wie dort drüben. Hier kommt sie nicht weiter. Nee.
Gut, okay. Genau so. So, geil, jetzt haben wir, ja. Ich will darüber. Okay, doch. Unbeschadet. Und unverletzt. Ja. Speichern wir natürlich hier, komm. Und rüber da. Von hier aus. Da hoch. Von hier aus darüber. Und jetzt kommen wir hier ohne irgendwas aufzupassen hier. Wie gesagt, weiter segeln. Oh, Lara. Hier lang. So, die Kiste haben wir schon rausgezogen. Den Schalter haben wir auch gedrückt. Da können wir jetzt uns in den Rest dieses Levels stürzen. Ja, los. Und runter hier. Ja. Genauso. Ja, na los. Nee, 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 so nicht. Wo ging es jetzt? Darunter. Diese Geräuschkulisse, die ist immer wieder ein bisschen furchteinflößend hier. Dass mit der Lara gleich hier irgendwas passiert. So, hier ist erstmal dicht. Ach, ich soll hier runter oder was? Ach stimmt, ich habe die Maske, diese muss ich dort unten einsetzen. Katzen, kommt der hier? Muss anlocken. Waren das nur die beiden? Ja, mal runter hier. Ja. Das ist eigentlich das Grandiose an dem Spiel. Mit diesen Fallen hier. Man sieht sie einfach nicht kommen beim ersten Mal. Wo kommt das Ding jetzt her? Ja, ich spreche hier unten nochmal. Da unten ist eine Nische. Wir müssen also vor dem Ding hier lang rennen und dort oben in die Ecke rennen.
Medipäckchen. Aha. Hier drüben auch noch was. Hä? Ah! Zieh! Jetzt stehe ich wieder nicht tausendmal nicht in der Mitte. Komm, 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 komm. Scheiße! Verdammt! Ja, nu? Das nimmst du mit? Mann, Lara, was wollen die hier mit dir machen? So, hier hinten ist schon wieder Schluss mit Speichern. Yeah. Ja. Darüber. Wenn ich jetzt hier runterspringe. Jawohl. Fischi, Fischi. Hör auf, Lara anzuknabbern. Wenn ihr einer Lara anknabbert, dann bin ich das. So. Speichern. Den Hebel ziehen wir gleich. Wir werden erstmal wissen, was hier oben ist. Gar nichts, hier geht's nicht weiter. Ja, hier lang. Hä? So. Na? Hier hinten der Hebel ist es. Hey, was ist passiert? Oh. Ich würde aber sagen, wie auch immer das hier weitergeht. Das finden wir in der nächsten Folge raus. Ja, speichern. Und damit. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und damit sage ich jetzt ganz einfach Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen.